keine Angst vor Viren oder Krankheiten, keine Impfpflicht, freundliche Menschen, Friede und glücklich sein. Es klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Deutsche Corona-Skeptiker ziehen nach Paraguay. Genau, das ist unser Haus. Aber Insider warnen vor sektenähnlichen Kolonien. Ich treffe deutsche Migranten auf der Flucht vor der Impfung. Das ist einfach so unsere Mentalität in Deutschland, dass man immer den anderen so belehren muss irgendwo. Und lerne ein Geschäftsmodell kennen, das mit einem seltsamen Verständnis von Freiheit wirbt. Bestimmte Themen, über welche man in Deutschland derzeit schweigt, werden hier offen besprochen. Hallo, gibt es in Paraguay Swingerclubs, die von Deutschen betrieben werden? 3 Monate recherchiere ich zu Querdenker-Aussteigern. In Paraguay, da kann man für 500 Euro einen Auftragskiller anheuern. Und lerne Menschen kennen, die vor allem eins gemeinsam haben. Große Angst. Seit 1,5 Jahren berichte ich über Corona-Verschwörungsmythen. In diesem Sommer erzählen mir Sektenberater von einem neuen Trend. Hunderte Querdenker verlassen gerade das Land und ziehen in sektenähnliche Kolonien nach Paraguay. Ein kleines Land mitten in Südamerika und eines der ärmsten dort. Ich will herausfinden, ob das stimmt. Und tatsächlich, in Facebook-Gruppen mit Namen wie Auswandern Paraguay und teilweise mehr als 3000 Mitgliedern diskutieren Menschen, Deutschland zu verlassen. Häufiger Grund? Die Corona-Maßnahmen. Nach vielen Absagen finde ich jemanden, der bereit ist, sich mit mir zu treffen. Es ist Ende August. Wir sind auf dem Weg ins Allgäu zu Angelo. Angelo ist einer von hunderten Impfskeptikern, die gerade ihre Ausreise aus Deutschland planen. Schon auf der Fahrt fällt mir auf, Angelo und seine Familie leben in einer der schönsten Gegenden Deutschlands. Warum will man hier weg? Schau mal, wie idyllisch hier der Finkenweg mit Apfelbäumen und kleinen Einfamilienhäusern. Also ich glaube, ich würde hier nicht so gern wegziehen wollen. Ich habe übrigens eine Tüte Brezeln mitgebracht. Schließlich darf ich hier beim Auszug stören. Hallo. Hallo. Hi. Hi, freut mich. Hallo. Das ist Julian, mein Kollege und Kameramann. Hallo. Hallo. Angelo, seine Frau und der Sohn begrüßen Hallo. Mich. Tochter und Schwiegermutter wandern auch mit aus. In 2 Tagen geht der Flug. Ist halt Chaos, aber. Ja, das habe ich ja schon gedacht. Ich habe ein paar Butterbrezeln mitgebracht, falls ihr Hunger habt. Ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, ihr seid gerade mega im Stress, oder? Ja, ja, ich noch nicht. Mit 15 Koffern und 5-mal Handgepäck plus Hund. Wann kommt ihr in Paraguay an und habt wieder ein Zuhause? Ja, wir gehen ein bisschen blauäugig, sage ich jetzt mal, nach Paraguay. Und da wir aber noch nicht genau wissen, wo wir jetzt als erstes hingehen, haben wir jetzt auch noch nichts gebucht. Also werden das dann vor Ort einfach mal dann uns ein Auto mieten und dann gucken, wo wir übernachten, genau. Spanisch spricht niemand in der Familie. Und auch in Paraguay war keiner je zuvor. Nicht mal in Lateinamerika. Für mich unfassbar. Was für ein Schritt. Ich würde mich das ehrlich gesagt nicht trauen. Erstmal zeigt Angelo mir die leere Wohnung. Dann haben wir hier unser ehemaliges Schlafzimmer, jetzt behelfsmäßig. Die Möbel hat er schon vor einer Woche im Schiffscontainer losgeschickt. Schlafen im Moment auf dem Boden. Für die Kinder scheint das ein großes Abenteuer zu sein. Aber Angelo wirkt nervös. Wie dann noch mein Kollege, mein ehemaliger Schulkollege, sich dann noch bei mir gemeldet hat und hat gesagt, hey, ich habe gehört, du willst auswandern, teilen wir uns einen Container. War das nochmal so ein Ansporn, wo ich einfach gesagt habe, hey, da ist noch jemand, der genauso denkt wie du. Und der geht auch darunter, war noch nie da, nimmt seine Familie mit. Und das hat dann nochmal ein bisschen Sicherheit gegeben, weil ich einfach gedacht habe, wir sind nicht die Einzigen, die so verrückt denken, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Die Entscheidung ist krasserweise erst vor 2 Monaten gefallen. Allein in Angelos Bekanntenkreis gibt es also schon mal 2 Familien, die den Traum vom Neuanfang in Südamerika verwirklichen. Im Gespräch merke ich, dass Angelo schon länger vom deutschen Rechtsstaat enttäuscht ist. Auslöser: ein Sorgerechtsstreit mit seiner Ex-Frau. Im Vorgespräch erzählt er mir von 2 weiteren Gründen fürs Auswandern: die Flüchtlingskrise und Corona. Also ich habe gemerkt, dass dieser Druck, der immer mehr aufgebaut worden ist. Ich meine, ich habe ja immer so ein Team so mit 15, 20 Mitarbeitern. Und am Anfang hieß es immer so, nein, wir lassen uns nicht impfen, wir sind dagegen.
Und ich habe gemerkt, wie so einer nach dem anderen gefallen ist mit seiner Meinung. Angelo hat als Elektrotechniker in einem Pharmaunternehmen gearbeitet. Ich habe mich auch mit vielen Kollegen unterhalten, die einen Doktortitel haben oder in der Pharmazie irgendwelche Studiengänge hatten und habe gesagt, hey, wie steht ihr eigentlich zu dem Thema Impfen? Und ich habe fast durchweg immer gehört, nee, jetzt noch nicht, das ist einfach noch zu neu und wir schieben es einfach noch, wir warten einfach ab, wir wollen einfach mehr Informationen haben, bevor wir uns impfen lassen. Das klassische Argument, mehr Informationen, obwohl es längst massenhaft Daten und Studien zur Impfung gibt. Ein paar Horrorgeschichten aus dem Bekanntenkreis zählen für die Familie mehr. Ende Juni ist auch eine Kollegin von mir gestorben. An Covid? Nein, und nach der zweiten Impfung. Nach der zweiten Impfung? Ja. Wirklich? Was ist da passiert? Das weiß man nicht genau und darf man auch nicht wissen wahrscheinlich. Darf man nicht wissen? Okay, das übliche Geraune vom Staat, der Informationen zurückhält. Klassisches Querdenker-Argument. Da scheint Angelos Frau deutlich radikaler zu denken als er. Oder reißt er sich nur zusammen, wenn er mit mir spricht? Um in Ruhe weiterzureden, gehen wir spazieren. Und ich merke, dass Angelo sich hier schon lange gegängelt fühlt. Vielleicht ist es einfach nur dieser Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Dass man einfach sagt, hey, die Regel und die Mentalität einfach auch, dass man immer den anderen so belehren muss irgendwo. Und dort unten ist das halt einfach ein bisschen lockerer. Das ist einfach dieses südamerikanische Temperament und Feeling, was einfach die Leute sagen, hey, das, so geht's doch auch, ohne dass man wirklich viel Probleme hat. Ne? Ja. Kennst du den Paraguayer persönlich? Nee. Ich war übrigens schon mal in Paraguay und von grenzenloser Freiheit habe ich da nicht so viel gemerkt. Ich fühle mich in Berlin jedenfalls 100-mal freier. Aber ich merke, dass es Angelo noch um etwas anderes geht. Er sagt, er fühle sich in Deutschland nicht mehr sicher. Ja, wir hatten jetzt erst wieder einen Messerstecher, der dann auf verschiedene Menschen losgegangen ist und so. Das war ja auch vor kurzem in den Medien. Ach so, genau, echt? Ja. Das war hier in Ravensburg? Hier in Ravensburg, am Marienplatz, genau, am hellischen Tag. Das war übrigens 2018 und der Mann, ein Geflüchteter, war psychisch krank. Also sagen wir mal, die Kriminalitätsrate in Paraguay ist jetzt nicht sehr viel niedriger als in Deutschland. Das stimmt, ja. Natürlich, das ist, also wie gesagt, da muss man natürlich schon auch umso mehr aufpassen. Die Mordrate ist dort laut UN und BKA 24 Mal höher als hier. In Paraguay will die Familie übrigens ein Restaurant für deutsch-ungarische Küche aufmachen. Mich verwirrt der Besuch bei Angelo. Dieser super negative Blick auf Deutschland und der übertrieben rosarote Blick auf Paraguay. Die meisten Informationen hat er von Facebook und YouTube. Ich recherchiere weiter in den Gruppen und merke, das Auswandern ist auch ein Business. Die Deutschen, die schon dort leben, versuchen immer so ein bisschen die Neuankömmlinge sozusagen anzuködern. Und dann ist zwischendurch einfach so Werbung für irgendein Restaurant in Asunción, in der Hauptstadt Paraguays. Oder hier fragt einer, hallo, gibt es in Paraguay Swingerclubs, die von Deutschen betrieben werden? Abgesehen davon gibt es Dutzende Influencer auf YouTube und Instagram, die mit Steuervorteilen um Aussteiger werben. Wie er hier. Herzlich willkommen zu unseren Investorenreisen. Oder er hier. Bestimmte Themen, über welche man in Deutschland derzeit schweigt, werden hier offen besprochen. Was er meint, wird klar, wenn man mal in die Telegram-Kanäle der Aussteigerbubble schaut. Das ist zum Beispiel das Ergebnis, wenn man in einer der größten Gruppen nach dem Begriff Merkel sucht. Frau Merkel hat sich in Paraguay ein riesengroßes Grundstück gekauft für ihre Ruheresidenz. Fakt ist, dass Merkel 2019 von ihrem Privatkonto in der Schweiz 400 Millionen Euro nach Paraguay auf ein Privatkonto umbuchen hat lassen. Kennt ihr deren Ziel? Reduzierung der Menschheit auf 500 Millionen und der Rest wird zum Roboter gemacht. Außerdem stoße ich auf jede Menge Warnungen vor Abzockern, vor allem vor deutschen Kolonien. Auf Facebook, aber auch beim Auswärtigen Amt. Also hier steht ganz klar, kaufen Sie nichts, was Sie nicht zuvor besichtigt haben. Prüfen Sie die Eigentumsverhältnisse vor dem Kauf ausreichend. Vor allem die Kolonien scheinen echte Geldgruben zu sein. Ich komme in Kontakt mit einem, der das Phänomen seit Jahren beobachtet und große Angst hat, erkannt zu werden. Die sagen, sie verkaufen denen Grundstücke, aber nach paraguayischem Recht wird das Eigentum gar nicht überschrieben. Die bescheißen im Prinzip alle Leute.
und kein Mensch schreibt öffentlich was darüber. Die Infos, die ich bekomme, erzählen mir Leute teilweise nur am Telefon. Die Leute da unten sind wirklich gefährlich. Das ist ein drittes Weltland und wer gegen die mächtigen Leute da vorgeht, der kann mit rechtlichen Maßnahmen rechnen. Und in Paraguay, da kann man für 500 Euro einen Auftragskiller anheuern. Einer der Menschen, auf die ich immer wieder stoße, ist er hier. Erwin Anau, ehemaliger Scientologe, erklärter Querdenker und Gründer einer großen Kolonie. Und die machen richtig professionell Werbung für das Auswandern nach Paraguay. Warum? Weil Deutsche dort noch respektiert werden. Zum Unterschied zu Deutschland haben die Deutschen in Paraguay einen hohen Stellenwert. Man muss sich das mal vorstellen. Ja, bei uns ist es, je mehr du Migrant bist, desto mehr Stellenwert hast du. Dort ist es so, dass der Deutsche angesehen ist. Ja? Wenn das für euch keinen Sinn ergibt, ich check's auch nicht. Jedenfalls klingt das für mich nach sehr rechtem Gedankengut. Ach ja, eines müssen die neuen Siedler natürlich mitbringen. Geld. Bei 5.000 Euro musst du deponieren, die kriegst du aber nach 3 Monaten zurück. Und dann kaufen die Leute ein Stück Land bei uns. Ja? Das fängt ungefähr bei 14.000, 15.000 Euro an. Auf meine Interviewanfragen antwortet er leider nicht. Aber auf der Webseite wirkt es so, als würde sein Geschäft seit Corona richtig brummen. Leben wie früher steht da. Kein Mundschutz, keine Angst vor Viren oder Krankheiten. Kein soziales Distanzieren, keine Impfpflicht, natürliche Heilmittel, freundliche Menschen, Friede und glücklich sein. Es sieht alles ganz nett aus und ganz freundlich, aber wenn man dann hier mal draufklickt, Krisenherd Europa. Und da wird dann schon sehr klar, was die eigentlich in Wahrheit wollen. Migrationskrise, Schlachtfeld Deutschland, der Islam, Gefahr für Europa. Die volle Ladung rechtspopulistischer Angstmache. Zu den Corona-Maßnahmen äußert sich der Gründer so. Und während die meisten Europäer heute immer noch so einen Schundschmutz oder wie das immer das heißt, Pappenwindel oder Gesichtslappen vorm Gesicht haben, unsere Kinder dürfen ihr Kinder sein und spielen und hoffentlich kommen eure Kinder auch bald. Übrigens gelten in Paraguay derzeit ähnlich strikte Maßnahmen wie hier. Im öffentlichen Raum herrscht zum Beispiel Maskenpflicht. Aber offenbar trifft Erwin Anau mit seinem Versprechen vom Leben wie früher einen Nerv. Ich will wissen, was Familien durchmachen, deren Angehörige solchen Rufen folgen. Und treffe mich mit Thomas. Das ist nicht sein echter Name, aber möchte hier anonym bleiben. Denn sein Bruder hat sich vor ein paar Wochen nach Paraguay abgesetzt. Und zwar mit seiner ganzen Familie. Und ohne Tschüss zu sagen. Zum Treffen bringt er seine Tochter mit, die auch überrascht war von der spontanen Flucht. 6 Wochen ist das her. Sie wollen unerkannt bleiben, weil sie Angst vor den Reaktionen der Querdenker-Bubble haben. Kannst du beschreiben, wie diese Entfremdung zwischen deinem Bruder und deinem Teil der Familie so entstanden ist und wie die sich entwickelt hat? Ja, ich denke, es gab eine sehr regelmäßige, ich nenne es Missionierung. Eine Verteilung von Material, von Artikeln, von Themen aus einem speziellen politischen Spektrum. Der Selbstmord Europa. Fast täglich schickte der Bruder Links zu Corona-skeptischen Artikeln und rassistische Memes an die Familie. Darunter zum Beispiel ein Standardwerk der Reichsbürgerszene. Wenn das die Deutschen wüssten. Ich vermute mal, dass das in Richtung Reichsbürger geht. Bis hierhin habe ich diese Geschichte schon dutzendmal gehört. Sogar in meinem eigenen Bekanntenkreis. Aber Thomas will die Verbindung zu seinem Bruder nicht komplett verlieren. Ich denke, dass es für sie vielleicht ein Abenteuer ist. Ich war selbst, wo ich noch jung war, ein Jahr in Amerika. Das hat meine Augen geöffnet, meinen Horizont erweitert. Und ich konnte damit Deutschland dann auch mehr wertschätzen. Weil ich weiß, was ich hier habe und ich weiß, ich habe mal im Ausland gelebt. Wäre natürlich schön, wenn er dann auch irgendwann wieder zurück nach Deutschland kommt. Ob sein Bruder in einer Kolonie lebt, weiß Thomas nicht. Mit jemandem zu sprechen, der dort tatsächlich wohnt, gelingt mir nicht. Auf meine Anfragen an Siedler bekomme ich keine Antwort oder Absagen. Ich habe vor ein paar Tagen über Twitter eine junge Frau kennengelernt. Wir nennen sie Paula. Die ist Paraguayerin und war lange mit einem Deutschen zusammen, der in einer von diesen Querdenker-Kolonien gelebt hat. Hola, ahora te tengo en alta voz. ¿Me estás escuchando? Sí, super bien. Perfecto. ¿Me puedes describir cómo fue tu primera visita ahí? El lugar está en el medio de un
sector muy rural, se accede a través de un camino de tierra, donde uno al llegar tiene que presentar su cédula. El lugar tiene infraestructuras y cosas que son muy lindas, algunas cosas parecen traídas de Europa, pero dentro de un contexto rural. Hay casas, como unos dúplex, y también hay containers en donde viven la mayoría de los extranjeros. ¿Por qué crees que esta comunidad es tan secretiva? Justamente por algo ellos ya están viniendo de Alemania, de Austria, de Suiza. Por ejemplo, en contra de los políticos de Alemania, dicen que es un socialismo, una dictadura, están en contra de los refugiados, dicen que esto del coronavirus es una mentira. ¿Me puedes explicar cómo fueran las semanas que pasaste allí? No podíamos salir del lugar porque había que trabajar ahí, ¿verdad? Y siempre había que rendir cuentas de dónde uno estaba, o para qué salía, o a dónde iba. O sea, ellos dicen, los europeos que vienen acá para vivir libres, para ver una comunidad autosustentable, pero luego no hay esa libertad en ese lugar. Cuando hablamos la primera vez tú y yo, me dijiste que al entrar alguna colonia alemana habías visto unas banderas, ¿te acuerdas? Sí. ¿Me puedes contar otra vez cómo eran esas banderas? Eran negras, rojas y blancas. Was sie beschreibt, ist vermutlich eine Reichskriegsflagge, wie Neonazis und Reichsbürger sie benutzen. 2 Monate nach meinem Besuch verabrede ich mich zu einem Videotelefonat mit Angelo in Paraguay. Er zeigt mir, wie sie wohnen. Ist es so, wie ihr es euch vorgestellt hattet? Ja. Schon so in der Art. Gut, der Garten hätte ein bisschen größer sein können, aber ich sag mal, wenn der Garten größer ist, dann hat man natürlich auch mehr Arbeit. Ne? Wir haben einerseits mit schlimmer gerechnet, andererseits mit besser, sage ich mal. Also wir haben gesagt, von den Straßenverhältnissen haben wir immer gedacht, es ist schlimmer. Und die meisten Straßen sind wirklich gefährt hier, wo man wirklich gut fahren kann. Und was ist schlimmer, als ihr es euch vorgestellt hattet? Also der erste Eindruck war schlimmer, weil wir waren ja am Anfang in Asunción und die Stadt hat uns am Anfang überhaupt nicht gefallen. Also ziemlich dreckig, viel Müll und große Löcher im Boden und viel Armut und so. Das hat uns ein bisschen überrascht, dass es wirklich so dreckig ist in der Hauptstadt. Mm. Wie fühlst du dich, wenn du jetzt dran denkst, dass du für immer da bleibst? Ach gut. Ja? Kannst du dir vorstellen? Ja, also ich könnte mir das wirklich vorstellen. Ich bin da auch zuversichtlich. Wir haben gesagt, wir gehen diesen Schritt, wir schauen uns das an und wenn uns das irgendwann nicht mehr gefallen würde, dann gehen wir auch wieder zurück. Also das ist auch kein Problem. Dann wünsche ich euch alles, alles Gute. Passt auf euch auf. Ja, danke schön. Machen wir. Klar, ich bin froh, dass Angelo und seine Familie nicht in einer der rechten Querdenkerkolonien gelandet sind. Ich finde es nur beunruhigend, dass sie sich auf Basis von Halbwahrheiten und Fake News zum Auswandern entschlossen haben. Andererseits denke ich mir, wenn Leute keinen Bock mehr auf Demokratie haben, sollen sie doch gehen. Denn das ist, finde ich, das Grundproblem, dass viele Menschen die Demokratie mit Unfreiheit gleichsetzen. Wenn ihr Lust habt, noch mehr über Desinformation und Radikalisierung von Querdenkern zu erfahren, schaut auch gerne bei den Kollegen von Steuerung F vorbei.